Aber auf jeden Fall sind die Spieler hyped. Wir gehen rein in die Knife Round. So, Cosmin und Surreal. Die beiden sind's noch. Weil ich zumindest das beenden konnte. Ist ja schön. So, Leiter mit alleine. Aber im Endeffekt gewinnt Epsilon die Knife Round. Ist das geil. Ich glaube, ich mute sie. Also ich weiß nicht. Wenn es in dem Spiel das so weitergeht, werde ich sie wohl irgendwann muten müssen. Aber es ist schön, dass die Spaß haben. Ja, genau. Sprout, die Weisen, Berserk, die drei letzten deutschen Teams. Und ja, die Seitenwahl ist getroffen. Epsilon startet auf der CT-Seite. Die Weisen beginnt auf T. Und damit würde ich sagen, let's go, erste Runde. Intel Extreme Masters Katowice Open Qualifier. Die Weisen gegen Epsilon. Wir starten rein ins erste Match des Abends auf Cobblestone. Und hype mal ein bisschen im Chat für euer Team. Auf geht's in Runde 1. Und die Weisen unterwegs in Richtung A mit den Pistols. Raum über lang bereits eingenommen, auch Mitte unter Kontrolle. Während Epsilon relativ defensiv steht, man stellt sich da nicht zu weit nach vorne. Möchte da nichts riskieren. Und wartet, dass die Weisen den aktiven Move macht. Alex, jetzt unten im Jobber, macht den ersten Frag gegen Robin. Damit die Eröffnung für die Weisen. Und der zweite kommt direkt hinterher von Skrunk. Den bekommt er hier am Van. Und damit auch einer angesagt. Jetzt kommt, zack, schöner Headshot von ihm. Man kann den Rotator ansagen und auch über lang. Das ist ein bisschen unerwartet da für die Weisen. Aber Skrunk ist da. Aber Smoja gewinnt das Duell gegen Skrunk. 3 gegen 3, Bombe ist geplantet. Aber Patrick ist da gegen Smoja. Damit ist zack der letzte. Und Light, der macht ihn weg. Sauberer Headshot. 1 zu 0, die Weisen geht in Führung. Schönes Ding da, über Dropper den ersten Frag zu setzen und dadurch so ein bisschen Verwirrung reinzubringen. Über Adern den Execute auszuspielen. 1 zu 0 die Weisen. Und Epsilon forcen rein. Kein Geld von der Economy. Kaufen da ganz standardmäßig komplett runter mit den Pistols. Und die Weisen hauptsächlich auf MPs. Eine AK auf Alex R. Und dieses Mal geht es in Richtung B, deutlich geblockter, deutlich zusammener. Und man piekt da zu zweit in Richtung A lang. Drei Leute auf B, 3 gegen 5. Damit die Situation beim Execute. Surreal verändert seine Position nochmal in Richtung den Brunnen und dadurch kann er jetzt zwei Leute ansagen, die über lang kommen. Jetzt muss die Weisen raus und sie kriegen den Refrag, aber Surreal ist da und das ist ein guter Start für Epsilon. Und da fallen alle. Alex, er der letzte Überlebende und das wird er nicht schaffen gegen vier Mann. Starke Counterrunde für Epsilon. Damit gleichen sie direkt aus auf ein 1 zu 1 und zwingen die Weisen in eine sehr, sehr schwere Money-Situation. Die werden jetzt hier den Full Echo machen oder sie forcen nochmal rein. Im Gegenzug zu Epsilon. Man entscheidet sich für den Force bei die Weisen. Geht hier also quasi auf den aufs gleiche Equipment wie Epsilon in der letzten Runde. Kauft hier mit den Pistols runter. Aber Epsilon natürlich mit besserem Geld. 3 M4A4, eine AK. Molotov gut gesetzt, zwingen dazu, die Weisen nach außen zu gehen, aber Alex, er kommt aus dem Dropper und holt zwei Leute. Das ist Cosmin und Surreal. Patrick hat auch einen, aber die Refrags kommen jetzt aus der Door. Skrunk mit einer langen Distanz an der CZ Auto und damit ist es ein 2 gegen 1 und man hat die Chance, die Runde zu klatschen. Alex, er 1 gegen 1, gewinnt gegen Zack und die Weisen holt sich auch das Ding zurück. 2 zu 1 damit jetzt wieder die Führung und man dreht das Ganze um. Was ein Hin und Her, beide Force-Runden jetzt geholt für die Teams und die Weisen da jetzt mit einer sehr, sehr guten Aktion. Man spielt schnell, man hat die Close-Range-Distance und Alex R. mit einer tollen Position aus Dropper raus, holt zwei Leute und damit auch den Vorteil für die Weisen. 2 zu 1 und Epsilon
genau das gleiche wieder. Wieder der Force, wieder mit den Pistols. Diesmal die Weisen im Equipment-Vorteil. Wenn man die Runde jetzt holt aus deutscher Sicht, dann zwingt man Epsilon in die Full Echo und kann sich so ein bisschen absetzen. Dropper Molo ist gut, verhindert damit, dass Robin reinpusht. Man kann droppen. Hat den Raum in Dropper jetzt damit eingenommen. Alex, er macht ein bisschen Lärm. Scrunk den ersten Frag-Entry, damit den Dropper durch. Aber Cosmin, der wird den Refrag versuchen, schafft den auch. Und da reagiert Alex R. so ein bisschen spät oben im Dropper. Kann den Refrag nicht setzen, damit ein 1-für-1-Tausch. 4-gegen-4-Situation. Man gibt B damit so ein bisschen auf. Hat zwar immer noch Patrick da stehen, aber hauptsächlich ist der Fokus jetzt in Richtung A. Und zack, steht gut. Hat eine Close-Range-Distance. Und die Deals, Moja, was ein Klick auf Chris K. Und zack, immer noch super gefährlich. Und er macht ihn gegen Alex R. 2-gegen-4. Damit jetzt Nachteilsituation für die Weisen. Und die Bombe ist down. Zack kann das ansagen. Und man wird sich in diese Richtung auch bewegen müssen. Light erobert jetzt so langsam bereits den Raum in Richtung A. Und sieht den Spieler. Smoja down. 3-gegen-2. Und auch Patrick macht seinen Frag. 2-gegen-2. Man hat natürlich das bessere Equipment. Aber Cosmin steht da gut. Auf eine knappe Distanz mit der CZ Auto. Und wenn er da richtig rumpiekt, kann er einen holen. Hat den anderen gesehen. Weiß, wo Light ungefähr kommen müsste. Und sieht ihn und macht ihn. Cosmi Double Kill für die Runde. Und Epsilon direkt wieder dran. 2-zu-2. Was ein Hin und Her in diesem Match. Immer die Force-Runden, die da an das jeweilige Team gehen. Man schafft es nicht, den Equipment-Vorteil so richtig zu nutzen. Ja, genau das gleiche sehen wir jetzt wieder. Man gibt sich quasi die Equipment und die Economy immer hin und her. Kann sich damit nie so richtig was aufbauen. Und die Weisen dieses Mal wieder mit dem schlechteren Equip. Oh ja, sieht da die Banks und macht auch ein bisschen Schaden an Light. Deutlich weiter vorne jetzt die Positionen von Epsilon. Hält etwas aggressiver. Versucht so viel Raum wie möglich unter Kontrolle zu halten. Die Weisen da nicht wieder in die Close-Range-Fights kommen zu lassen mit der Pistole. Oh, und Alex R. sprayt Light da ins Gesicht von hinten und macht damit den Teamkill. Und zack, ist da über lang, macht den ersten, wird aber nicht auf den zweiten hinauslaufen. Chris K. kann den Refrag setzen, damit 3-gegen-4, aber man ist einigermaßen low. Chris K, schönes Ding da. Zieht in den Ladder rein. Holt in Stairs noch Smoja raus. 3-gegen-3, damit wieder alles drin für die Weisen, aber man hat etwas weniger Leben. Und man nimmt wieder Tempo raus. Man möchte hier nicht zu viel riskieren. Cosmin hat eine super Position. Peak da in der richtigen Sekunde. Alex R. down. 2-gegen-3. Je mehr Leute man jetzt so verliert, desto schwieriger wird die Runde zu holen. Und jetzt kommen die zwei Flashbangs. Man versucht es auf A zu exekuten. Überlang. Da kommt direkt der Klick von Surreal. Man kann den Refrag setzen, aber nicht den zweiten. Chris K. fällt gegen Robin und Epsilon holt sich direkt mal die erste Runde in diesem Spiel, die sie in Folge gewinnen können. Damit auch das Geld jetzt auf ihrer Seite im Vorteil und die Weisen wird auf die Economy gehen müssen. Da jetzt nochmal rein zu forcen, macht in meinen Augen keinen Sinn. Sie werden sich mit ihren Glocks begnügen müssen. Vielleicht eine Deagle noch für Light, aber das war dann auch gewesen. Man kauft gar nichts, absolut kein Equipment, keine Utility, keine Waffen. Quasi die sichere Runde für Epsilon. Man bleibt natürlich zusammen, mit den Glocks muss man einiges abschießen, um jemanden mit voller Rüstung down zu bringen. Und Robin hält da jetzt den Dropper, holt sich ein mit der UMP, weiß, dass noch zwei weitere Drops sind. Kann den zweiten auch machen, den dritten muss er jetzt mit der Pistol finishen. Und das schafft er, Robin mit dem 3K und Surreal macht ebenfalls zwei relativ einfache, solide Runde von Epsilon. 4-zu-2, damit die Führung und die Weisen jetzt wieder mit Equipment am Start. Erste ordentliche Full-Buy-Round für beide Teams. 4 AKs bei die Weisen, eine AWP für Light. Bin mal gespannt, was sie daraus machen werden. Es wäre wichtig,
da jetzt direkt wieder Anschluss zu finden, nicht zu weit zurückzufallen, die Runde zu holen. Weil wir sehen auch bei Epsilon, da ist... Ja, obwohl das Geld ist gar nicht so schlecht. Die werden wahrscheinlich nochmal reinkaufen können in der nächsten Runde. Umso wichtiger für die Weisen jetzt vor allem viele Frags zu machen und am besten natürlich die Runde zu gewinnen. Patrick eröffnet gegen Smoya, der relativ weit vorne steht. Er will Info holen über Mitte, traut sich da sehr weit raus aus der Deckung und verliert das 1v1. 5 zu 4 Vorteil dann für die Weisen. Was mich ein bisschen überrascht, Epsilon mit der MP9 und UMP mit 2 MPs noch am Start. Trotz des eigentlich guten Geldes auf dem Konto bleibt man bei den MPs. Hofft natürlich den Frag zu setzen damit und dann die Waffe tauschen zu können. Jetzt ist man natürlich damit doch im Nachteil. Eine AK jetzt für Robin, der konnte die UMP tauschen. Und man nimmt wieder Tempo raus. Die Weisen langsamer am Agieren. Man hat jetzt den 5 gegen 3 Vorteil, auch wenn Alex R. mit seinen 6 HP bereits am seidenen Faden seines Lebens hängt. Flashbang jetzt auf B. Da hört man auch die Steps über lang. Das wird jetzt kein Geheimnis mehr sein, dass man da ist. Und bei 25 Sekunden kann man auch nicht mehr auf A gehen. Der B-Execute muss kommen, aber Surya mit guten 2 Frags. Jetzt kommt erst der Refrag von Skrunk. Damit der 2 gegen 3 Ausgleich. Aber Patrick, super gesehen da am Stein, macht Robin weg, 3 gegen 1, Bombe geplantet, zack, bloß mit der MP9 unterwegs. Und das wird schwer für ihn, den Retake zu holen. Er hat die AK, ich denke, die wird er auch saven gehen. Oben in Heaven, er steht im Turm und versucht die AK durchzubringen, das wird ihm, denke ich, gelingen. Ich denke, die Weisen geht da nicht besonders auf den Hand. Zack, jetzt weiter in Richtung B unterwegs, eventuell... die weglaufenden Spieler zu erwischen, nochmal Afterplan-Frags zu machen, ein bisschen Geld zu nehmen bei die Weisen. Aber die Runde auf jeden Fall gewonnen für die Deutschen. Verkürzen damit auf 3 zu 4 und können mit der AWP, die sie durchhaben, und 2 AKs auch gut darauf equipment-technisch aufbauen. Epsilon, wie gesagt, die haben Geld, können definitiv noch diese Runde nachkaufen, wahrscheinlich sogar noch eine Runde weiter, 1300, 1200. Nein, das wird die letzte sein. Epsilon darf die Runde nicht verlieren, ansonsten sind sie equipmenttechnisch wieder weit unten und die Weisen natürlich auch an der Position jetzt das Ganze wieder zu drehen in der Runde für den Ausgleich. Mit der Bombe wieder in Richtung A unterwegs, man splittet sich aber so ein bisschen auf, 2 in Richtung B, Smoke und Raid so ein bisschen reinfaken. Auch der Molotow prallt nach rechts ab. Und Light hält da die kurzen Engel. Wartet auf einen Push, wie vorhin schon geschehen bei Epsilon. Jetzt die Smoke. Verhindert das so ein bisschen. Man wirft immer noch Utility in Richtung B. Gibt Epsilon dann noch nicht den Freigang, direkt zu rotaten. Immer noch 3 vor B. Man hat manntechnisch einen guten Vorteil auf A. Wenn man den hier macht, Alex R. im Duell gegen Smoya eröffnet die Runde damit für die Weisen. Und Skrunk immer noch vor B als Lurker da abgestellt. Und wenn er da jetzt eine gute Aktion bringt, dann könnte man die Runde damit gewinnen. Aber er wird abgeholt von Surreal. Man hat damit gerechnet. Skrunk damit down. 4 gegen 4. Jetzt geht man nochmal zurück. Von A. Versucht es eventuell in Richtung B. 30 Sekunden noch auf der Uhr. Das ist super clever gespielt. Wir sehen hier 2 bei lang auf A abgestellt. Die können erst jetzt rotieren. Jetzt beginnt die Bewegung. Aber Sprout, aber die Weisen, sorry, ist bereits in Richtung B unterwegs. Alex R. macht den Frag an der AWP gegen Surreal. Der Refrag kommt von Cosmi, aber Alex R. mit 2. Und damit kann man die Bombe downbringen. Und oh mein Gott, Alex R. Triple Kill. Und er weiß, wo auch der dritte ist. Quad Kill für ihn. Und er rettet und holt die Runde für die Weisen. Ausgleich 4 zu 4. Alex R. super starke Performance an der AWP. Und damit Epsilon jetzt ohne Geld und wahrscheinlich in der Economy. Schöne Frags da von Alex R. auf dem B-Spot. Dreimal repositioniert, dreimal das Ding versenkt. Primär jetzt in Richtung B.
direkt orientiert. Und Light abgestellt im Turm, hält die gesamte Mitte und Langkontrolle, um seinem Team den Rücken freizuhalten, dass da keiner B von hinten überraschen kann mit den Pistols. Skrunk mittlerweile down im Dropper. Jetzt hört man die Drops auch und man weiß, wo Robin ist, und den Frag holt man. Skrunk, Smuja kann zwar einen nachlegen, aber das war's auch schon. Patrick und Skrunk jeweils mit noch einem Frag und damit 2 gegen 4 Nachteilsituation für Epsilon. Da kommt die Flashbang. Oh, flasht sich aber selber ziemlich damit. Kann den Vorteil hier nicht nutzen, Skrunk. Und zack, mittlerweile auch auf dem B-Spot unterwegs. Damit beide Spieler da. Aber man hat natürlich absolut kein Equipment gegen die AKs, gegen die AWPs. Schwierige Runde für Epsilon. Und Alex R kann einen Spieler ansagen. Jetzt bin ich gespannt, wie Skrunk da aus dem Dropper kommt. Gar nicht mehr. Surreal holt ihn sich von hinten. Damit 3 gegen 2. Die Bombe liegt für die Weisen. Aber Epsilon mit 2 AKs. Gar nicht so ungefährlich, wenn man es denn versucht. Aber ich denke nicht. Man holt sich die 2 AKs raus. Aus der Economy. Keine schlechte Sache für Epsilon. 2 Waffen geholt. 2 Spieler rausgenommen für die Weisen. Die Runde geht dennoch an die deutsche Seite. 5 zu 4 damit die Führung für die Weisen. Und man geht direkt in zweite Vorbei-Round für beide Teams. Und da ist wieder spannend. Auch Epsilon mit gutem Equipment. Und wir starten in die 10. Runde. Wie gesagt, relativ ausgeglichenes Equipment. Eine UMP zwar bei Robin, aber daran soll es nicht scheitern. Eigentlich relativ in Ordnung. Immer noch das Double Orb Setup bei Devisen Alex R und Light. Und da könnte man den einen über lang gesehen haben. Man geht jetzt sogar relativ schnell im Vergleich der letzten Runden in Richtung A über die Mitte. Aber Smoja hat eine super Position, macht da einen, weiß, wo der zweite sich befindet, wird aber gerefragt von Chris K. Jetzt weiß man auch den Spieler hinter R, pusht ihn da zu zweit. Gute Aktion von Alex R, holt sich Robin, damit das 3 gegen 3. A-Spot versucht man einzunehmen, aber zack, und Surreal sind da. Und damit ist es Light als letzter Überlebender. Das ging schnell. Crossfire-Positionen von Surreal und zack, und da hatte man plötzlich gar keine Chance mehr, in Richtung A zu kommen. Es war vielleicht ein bisschen schnell. Light macht noch einen. Jetzt im 1 gegen 2, aber zack, weiß natürlich, wo er ist mit der AWP. Ja, und jetzt wird er von der Seite geholt. Light schaut in die völlig falsche Richtung. Kann er nicht machen, den Frag, und man gleicht direkt wieder aus für Epsilon. 5 zu 5. Aber die Weisen 3 Runden in Folge geholt. Man hat Geld, man kann hier nochmal nachkaufen. Aber auch hier das letzte Mal, die Runde darf man nicht verlieren. Ansonsten ist man in der Economy. Und kann direkt wieder zurückfallen. Wichtige Runde jetzt. Runde 11. 5-5. Sehr ausgeglichenes Spiel bisher. Ich finde, die Weisen macht das gut gegen Epsilon. Oh, schöne Nades da von Cosmi und Surreal. Machen Alex da ordentlich Trouble. 22 HP ohne einen einzigen Schuss abbekommen zu haben. Und der wird jetzt natürlich schnell auch down gehen. Schwer für ihn, einen Entry da zu setzen. Gut getimte Nade von Zack mit der Flashbang, geht aber nicht nach vorne, bleibt defensiv. Man riskiert nichts auf Seiten von Epsilon, lässt die Weisen da keine einfachen Frags machen, wartet immer auf dieses Proactive Play. Und Alex R jetzt aber mit einer super Position, sneakt da durch die Mitte, holt sich Zack in Stairs. Oder kommt der Rotate in Richtung B, das könnte problematisch werden. 1 für 1, Light von hinten, holt den Refrag direkt auf Smoja. 3 gegen 4, immer noch die Vorteilssituation für die Weisen, aber man muss natürlich erstmal auf den Spot kommen. Schöne Smoke in Richtung Door.
verhindert damit zumindest schon mal einen Teil des Raumes in Richtung A. Man kann sich dann einfach besser auf die Side konzentrieren. Da steht Robin mit der M4. Und auch die anderen Spieler von Epsilon mittlerweile am Rotieren. Man weiß, dass es das wird. Und Robin mit zwei Frags. Schön auf Light und Patrick. Damit 2 gegen 3. Skrunk und Alex R. alleine. Robin zieht rum, macht den dritten. Hält damit A komplett alleine frei. Und Alex R. mit seinen 22 AP ist der letzte gegen 3. Jetzt noch gegen 2 holt sich Robin endlich, muss man fast sagen, auf den Reaver. Jetzt zieht das Knife und stirbt gegen Surreal. Warum auch immer er da das Messer rausholt. Viel zu spät für so einen aktiven Rotate, wenn er da unbedingt versuchte, schneller zu werden. Ansonsten natürlich ohne Chance, damit Messer gegen die M4A1S. Es wird abgeholt und Epsilon holt sich die Runde in Folge. Damit die Weisen jetzt ohne Geld in der Economy und Epsilon auf dem Weg, sich ein kleines Geldpolster aufzubauen. Moja, direkt mit dem Entry gegen Alex R. Man sieht auch Chris K., der da kurz gepiekt hat, und Surreal mit dem nächsten. Light damit down, 5 gegen 3. Skrunk ebenfalls sehr, sehr low. Chris K. fällt. Skrunk verbrennt. Und da wird die Utility eingesetzt, um die Weisen komplett zu zerlegen. Patrick jetzt der letzte Überlebende. Der ist zwar auf A, aber das sieht zack. Kann das jetzt callen. Jetzt ist ja kein Geheimnis mehr. Und da wird er auch fallen. 30 AP. Jetzt wird er gepusht von allen Seiten. Was willst du tun? Patrick down. Runde gewonnen, Epsilon, flawless, nimmt nicht mal Schaden. 7 zu 5, da wird das Geldpolster so langsam größer und die Weisen muss mal wieder eine Runde holen. 4 in Folge jetzt verloren, man hat wieder Geld, man kann AKs nachkaufen, es wird nicht von der AWP reichen. Fünffaches AK-Setup damit bei die Weisen, aber auch Epsilon weiterhin ohne AWP. Bleiben da auf den Rifles. Bewegt sich wieder in Richtung A. Prinzipiell, was wir auf der Minimap sehen, gute Entscheidung. 4 Leute vor B aufgestellt. Aber natürlich nur, wenn man jetzt schnell auf A gehen würde. Es sieht aber nicht so aus. Und je länger das Ganze dauert, desto schneller kommt auch der Rotate von Epsilon. Und der erste Frag geht bereits an Epsilon. Da steht an der Seite. Zack, zum zweiten Mal an der Position. Man checkt ihn nicht. Skrunk da unterwegs in Richtung Window, Hausmeister zu gucken, um da nicht gefragt zu werden. Wird dann von Zack geholt und das... ja, bringt ihm natürlich nichts. 2 für 0, 3 für 0. Light macht den Frag mit einem AP noch gegen Zack. Aber es ist ein 2 gegen 4, ein 1 gegen 4 für Patrick. Der steht zwar schon auf dem Side, aber das bringt ihm gar nichts. Cosmin damit 2 Frags. Holt die Runde. Epsilon geht in Führung mit 8 zu 5. Sie weisen mal wieder in der Economy. Jetzt sieht es deutlich eindeutiger aus in den letzten Runden. Die Weisen da ein bisschen überfahren in den letzten 3 Runden. Kaum einen Frag gemacht. Jetzt wieder mit dem schwachen Equipment gegen Epsilon. Es sind noch 2 Runden in der Halbzeit zu spielen. Da kommt der Boost in Dropper. Smoja steht close mit der AK. Kriegt Alex R. dann nicht, aber schießt ihn ordentlich an. Und Cosmin ist geboostet, damit rechnet man nicht. Der holt sich einen, holt sich 2. Den dritten kriegt er nicht. Refrag jetzt von Patrick, der kann die AK mitnehmen. Aber es ist ein 2 für 1. Und einiges an Schaden noch durch die Nate gemacht. Die Weisen im Nachteil. Ja, macht den Frag auf Chris K. Und Robin ist auch dagegen. Alex R. Patrick damit mal wieder der letzte Überlegende. Mal gucken, ob er seine AK durchbringt. Nein, tut er nicht. Zack, holt ihn ab. 9 zu 5 und wir gehen in die letzte Runde der ersten Hälfte. Die Weisen wird hier nochmal reinkaufen können. Und zumindest das 9 zu 6 noch holen. Ansonsten Epsilon mit 5 Runden Vorsprung für die zweite Hälfte.
sehr, sehr langsames Spiel jetzt. Und verrät, sehe ich auf beiden Seiten ein paar Nades fliegen. Vor allem auf B. Alex R. versucht es da durchzukommen, schafft er auch, macht den Frag auf Surreal, eröffnet damit jetzt den B-Spot, wird aber gerefragt von Robin. 4 gegen 4. Nicht viel passiert, sowohl als auch für die Weisen Light. Jetzt aber mit zwei schönen Frags gegen Cosmin und Robin. Und das rettet die Runde natürlich für die Weisen. Guter Vorteil jetzt, 4 gegen 2. Man kann den B-Spot unter Kontrolle bringen. Zack, jetzt mit einer wichtigen Position da am Stein. Smoja macht den Frag auf Skrunk. Patrick ist da gegen Smoja, aber zack, mit zwei schönen Headshots auf Patrick und Light. Und damit ist es ein 1-on-1. Chris K. gegen Zack. Die Weisen oder Epsilon. Chris K. weiß nicht mehr, wo er sich befindet. Genauso wenig wie Zack. Jetzt kommt es darauf an, wer erwischt das bessere Timing. Und es ist Chris K., der ihn früher sieht, aber zack, zieht rum. Gleichwertiger Schaden für beide. Bombe geht noch down für die Weisen. Damit jetzt das Retake 1-on-1 für Zack. Und Chris K. wird gefragt. Zack mit dem One-Tap auf Chris K. Er kann das Ding diffusen und Epsilon holt sich die Double Digits in der ersten Halbzeit. 10 zu 5 Führung. Und wir wechseln die Seiten. Und der gute Liebe Orbit am Start. Herzlich willkommen. Servus. Chris K. Rage Quit. Ich hoffe mal, er kommt wieder. Bisher gar nicht schlecht gespielt von Devisen, vor allem am Anfang gute Performance gezeigt, jetzt zum Ende hin doch etwas dominanter von Epsilon. Zweite Halbzeit jetzt sehr interessant, wie gut Devisen auf der CT-Seite performen kann. Die Knife Round auch entscheidend. Sobald Devisen natürlich wieder vollzählig ist. Ich habe schon gesehen, Sprout gar nicht so schlecht unterwegs gerade in ihrem Matchup. Speedy Throat bisschen. Und Nato wieder Topfragger. Hat ja gestern auch super performt auf Cobblestone. Ingame ist er noch nicht. Tja. Wir gucken mal, wann er wiederkommt. Ob er wiederkommt. Ich gehe mal schwer davon aus. Für die zweite Halbzeit. Und Berserk auch gleich in ihrem Matchup. Die sind bereits ein Ründchen weiter. Starten jetzt dann circa gegen 19 Uhr ihr Match auf dem Weg ins Viertelfinale. Fünf Folge für XPC, krass. Wie steht's denn bei Sprout? Wie ist denn der Score? Wäre natürlich schade, wenn Sprout da jetzt rausfliegt aus der Runde. Dann können wir sie nicht mehr casten im Achtelfinale.
Und der gute Traumler ist auch mit dabei. Servus, Tobi. Herzlich willkommen. Schön, dass du mit da bist. Pünktlich. Naja, nicht wirklich, Tobi. Also, offiziell war ja 18 Uhr, aber bis alle Spieler connected waren, ich sag mal, 18.15 Uhr, 18.18 Uhr, irgendwie sowas. Relativ spät. Und jetzt verzögert sich das Ganze auch nochmal ordentlich, da Chris K. scheinbar Probleme hat und den Server verlassen musste, wollte, wie auch immer. Ich weiß es nicht. Er ist auf jeden Fall nicht mehr da. Und jetzt warten wir natürlich, dass er zurückkommt, weil 5 gegen 4 wird ein bisschen schwierig. Und Alena ist auch mit da. Mann, sind heute viele coole Leute da. Ganze Mod-Artillerie am Start. Warum sehen wir hier keinen Sprout? Ich prangere das an. Ja, wir wollten die Weisen am Anfang übertragen, weil einfach das Matchup gegen Epsilon so cool ist. Beide sehr gute Teams. Und wir hatten so ein bisschen damit gerechnet, dass Sprout eventuell eine Runde weiterkommt und wir sie dann im Achtelfinale casten können, was wir auch tun werden, wenn sie denn weiterkommen. Und Star mit den Insider-Infos hat das Spiel also wieder gestartet. Er ist also zumindest auf dem Weg zurück auf den Server, wie ich denke, das ist doch schon mal schön. Und das heißt, dass das Spiel zumindest bald mal weitergeht und danke Annalena für den Host. Herzlich willkommen an alle Viewer, die hier rübergekommen sind. Wir sind bei den Intel Extreme Masters Katowice Open Qualifier im ersten Match des heutigen Abends. Epsilon gegen die Weißen. Und Chris K. ist zurück. Ein Applaus im Chat. Die Weißen wieder vollständig. Wunderschön. Und dann wird es wohl bald weitergehen mit der Pistol Round Nummer 2, zweite Hälfte auf Cobblestone. Und für die Weisen die Möglichkeit, sich zurückzukämpfen. So. Game Restart und wir gehen rein. Herzlich willkommen zurück im Spiel. Mein werter Herr Chris K. Und damit auch die zweite Pistol Round. Wichtig für die Weisen, da direkt einen Anschluss zu finden in der zweiten Hälfte und nicht weiter zurückzufallen gegen Epsilon. Mittlerweile schon 5 Runden in Führung. Ähnlich gesplitteter Aufbau bei Epsilon. Da konnte man einen ansagen, wird hier von hinten ordentlich angeschossen. Und Chris K. steht gut auf der langen Position, trifft den Headshot auf Cosmin, damit die Eröffnung für die Weisen. Jetzt kommt Robin aber schön da über die Mitte, holt den Refrag auf Chris K. und Alex R. mit einer langen, langen Distanz. Versucht jetzt überlang. Flashbang beeinträchtigt ihn nicht. Hat weiterhin eine gute Position, macht hier einen, sieht den zweiten ebenfalls, zieht jetzt rum, um noch den zu machen. 2 Headshots von Alex R, 2 gegen 4 damit für die Weisen. Aber zack ist da, macht 2 Frags, Crank und Alex R, damit ist alles ausgeglichen. Smoja jetzt noch alleine gegen 2. Patrick und Light, oh, der kriegt sogar Light, jetzt im 1-on-1 gegen Patrick, der weiß, wo er ungefähr ist und gewinnt das Duell. Uiuiui, da war es nochmal knapp für die Weisen, aber ich denke, die Runde haben sie gewonnen. Die Zeit müsste reichen zum Diffusen. Oder? Oh mein Gott, das war sauknapp. 0,2 Sekunden. Die Weisen damit ordentlich Dusel, die Runde noch zu holen. Aber schön gemacht von Patrick. 6 zu 10, Pistol geholt. Direkt eine Runde, jetzt im Anschluss. Aber Epsilon, gute Frags gemacht, haben den Bombplant bekommen, damit genug Geld gehabt, müssen jetzt nicht komplett runterforcen, gehen mit den Pistols auf $2000 und können in der dritten Runde der zweiten Halbzeit bereits voll kaufen. Das bedeutet jetzt noch eine wichtige Runde für die Weisen, das Ding auf jeden Fall mit nach Hause zu nehmen, sich jetzt hier nicht umhauen zu lassen. Das wäre fatal.
Und wieder geht es in Richtung A. Und da ist Chris K., der ganz, ganz knapp noch gepiekt hat. Ich weiß nicht, ob man ihn gesehen hat, ob man ihn da spotten konnte. Alex R. da mit der AUG auf A. Und es ist immer noch sehr, sehr langsam von Epsilon. Man zeigt sich, jetzt hat Alex R. gesehen, versucht ihn mit der Deagle zu holen, aber der ist stärker mit der AUG. Macht Robin da im Entry. Aber Zorial ist da für den Refrag. Er richtet es wieder. 4 gegen 4. Epsilon damit jetzt unterwegs in Richtung A. Da wird man gepusht. Chris K. kriegt einen. Eventuell macht er den zweiten noch mit der UMP. Aber er wird gefragt von Smoja. 3 gegen 3. Aber jetzt ist es Skrunk. Hat die Bombplant geholt. Kriegt 2. Weiß, wo der Bombplanter ist und macht den dritten. Damit Skrunk mit dem 3K holt die Runde für die Weißen. Man holt noch ein paar Waffen. Man hat definitiv Zeit zum Diffusen. Dieses Mal reicht es für das 7 zu 10. Aber wie gesagt, Epsilon zweimal den Bombplant bekommen. Zweimal gute Frags auch gemacht. Man hat jetzt auf jeden Fall genügend Geld für einen ordentlichen Fullbuy mit Utility, eventuell sogar eine AWP. Wäre möglich. Zack, könnte eine kaufen. Und da wird auch gelegt auf Smoja, der jetzt mit der Orb spielt. Volles Setup damit für Epsilon, volles Setup für die Weisen. Ausgeglichene Runde. Fullbuy Nummer 1 auf der zweiten Hälfte. Sprayt da ein bisschen durch die Tür, trifft aber niemanden. Dafür steht Alex R. zu weit weg. Und er spielt hier seine AUG. Der zieht da durch. Ja, der Spray interessiert ihn nicht wirklich. Da kommt die Nate, jetzt zieht er sich zurück. Skrunk wieder mit dem Smoke Play and Dropper. Kann sich da so ein bisschen Raum verschaffen, ein bisschen ansagen. Patrick Close an der Bruchstelle. Eine Minute noch auf der Uhr, Spieler von Epsilon jetzt vor A positioniert als 5er Team und da wird auch der Execute zumindest augenscheinlich hingehen. Da fliegen jetzt auch die Nades. Oder auch nicht, man lässt sich Zeit. Jetzt fliegen die Nades für den Execute, Alex R. gespottet. Hinter dem Van zieht sich zurück und man kommt jetzt in Richtung Wood. Und je mehr Raum man sich da jetzt verschafft, desto gefährlicher wird es. Aber Chris K. hält zwei Leute in der Mitte. Alex R. ist mit seiner AUG ebenfalls da. Macht den dritten. 2 gegen 4 damit. Gute Position für die Weisen. Die Bombe immer noch nicht auf Side. Jetzt kommt man so langsam in Richtung A. Man könnte jetzt planten. Macht man auch. Und damit der 4 gegen 2 Retake für die Weisen. Wie geht man das Ganze jetzt an? Smoja mit der AWP. Gefährlich. Für Hausmeister. Und Window. K. macht ein bisschen Lärm, hat wenig HP, versucht das Feuer auf sich zu lenken. Jetzt muss er den Frag setzen. Schafft er gegen Zorial, überlebt mit einem HP. Macht den Frag und Smoja. Super low. Auf Side. Fällt gegen Light. Gutes Ding. Die Weisen gewinnt auch diese Runde. Holt die zweite AWP. Die 8. Runde. Und überlebt sogar mit 3 Spielern. Dann kann sich jetzt so ein bisschen auch Geld so langsam aufbauen. Epsilon. Money-technisch wieder weit unten. Müssen jetzt hier auf die Economy gehen. Und die Weisen kämpft sich ran. Man versucht es schnell. Gut aktiviert da auf Alex R., der mit dem Rücken zu ihm steht. Man kann ihn nicht fraggen, aber gut anschießen. Ist natürlich ein bisschen schneller unterwegs. Und Alex R. steht wieder auf seiner Van-Position. Da war er jetzt schon dreimal.
Hat aber natürlich den Waffenvorteil, Leute. Full Flash auf Chris K. Kann es da überhaupt nicht wehren. Und jetzt holt man sogar mit der Deagle den zweiten auf Alex R. Und damit das 5 gegen 3. Man kann eventuell sogar eine Waffe aufheben. Cosmi steht auch in der Close Range. Und holt sich Skrunk ebenfalls mit der CZ. Damit nur noch 2 am Leben für die Weißen. Und das sieht schwach aus in dieser Runde. Surreal holt sich Patrick und Light damit der letzte Überlebende. Mit der AWP in dieser mehr oder weniger Full Echo für Epsilon. Crucial Round für die Deutschen. Und da geht ja auch der Hand los. Light wird da wahrscheinlich nicht rauskommen. Man geht jetzt volles Rohr auf diese AWP. Man möchte die Weißen komplett von ihren Waffen, von ihrem Equipment befreien. Epsilon holt auf jeden Fall die Runde, daran ist kein Zweifel mehr. Aber ob Light mit der AWP durchkommt, er holt noch Surreal, aber jetzt kommt der Refrag. Er macht zumindest noch 2. Aber Epsilon eh bloß mit den Pistols unterwegs, haben da nicht viel verloren. Und die Weisen komplett das Team ausradiert und die Runde gewonnen. Mit dem schwächeren Equip können da jetzt ordentlich reinkaufen. Und die Weisen hat kein Geld. Auch für sie jetzt. Der kleine Force in Richtung 2000 Dollar. Ein bisschen mit Pistols unterwegs, aber das war's auch schon. Und Epsilon holt sich da jetzt einen guten Vorteil raus aus diesem Fehler von Devisen. Oh, schöne Nade macht Patrick und Alex R. Kann die Weisen das auch, die Pistol Round, gegen die full-equipten Epsilon-Spieler holen? Wieder extrem ruhig. Man spielt sehr kontrolliert, sehr langsam von Epsilon. Wartet auf den richtigen Moment. Alex R. flasht sich da jetzt raus, wird geholt von Smoya. Kein Problem für ihn. An der AWP. Entry damit da für Epsilon. Smoya hält einfach weiter den Engel. Und jetzt kommt der Execute. Man weiß zumindest von 2 Spielern von Devisen. Die macht man beide. Robin da mit einem Double Kill. Und die Close Range. Checkt man die? Das Leiter steht? Man checkt es nicht. Er steht da komplett in der Smoke. Jetzt hat man ihn gesehen. Das hätte ein lustiges Play werden können von Light, wenn er da wirklich komplett unentdeckt geblieben wäre. Aber da guckt sein Poppes raus und er wird gefragt. Damit Epsilon mit 12 zu 8 in Führung. Die Weisen wieder mit Geld für den Equipment-Ausgleich. Und wieder eine Runde, die sie quasi holen müssen, um nicht erneut in die Economy getrommelt zu werden. Gut, das flasht man sich komplett, man steht sich quasi gegenüber, aber man rafft es nicht schnell genug. Patrick macht den ersten Frag und Cosmi mit 2 Headshots auf Skrunk und Chris K. Und damit wieder direkt der Vorteil für Epsilon. 4 gegen 2, Bombe gelegt, super schwerer Retake. Und da muss man fast schon saven gehen mit der AWP. 30 Sekunden hat das gedauert, Execute, sehr, sehr schnell gespielt. Epsilon mit dem Tempowechsel überrascht die Weisen da, komplett. Und man geht saven. Epsilon damit mit 13 Runden bereits auf dem Scoreboard. Die Weisen im Zugzwang. Und es gibt eine Pause. Wahrscheinlich gecallt von Devisen. Jetzt mal hier ein Timeout zu setzen. Wichtige kommende Runden. Nochmal genau absprechen, was als nächstes kommt. Man hat die beiden gesaveten Waffen, aber ein Force wäre jetzt schon sehr, sehr aggressiv. Man muss bedenken, wenn sie jetzt runterkaufen mit dem Force-Buy und die Runde verlieren, hat Epsilon 14 auf dem Scoreboard und Devisen absolut kein Geld. Nicht mal mehr Waffen. Da muss alles stimmen. Und man macht es. Die Weisen
im Force. Man nutzt die gesaveten Waffen und investiert das restliche Geld für Farmers M4 UMP. Und man ist bereit. Die Weisen jetzt mit dem Rücken zur Wand. Diese Runde muss funktionieren, ansonsten sieht es sehr schlecht aus für das deutsche Team. Jetzt bin ich gespannt. Was machen sie draus? Schnelle Smokes direkt von Epsilon. Eventuell wieder ein schneller Go. Hat gerade gut funktioniert. Man hat die Weisen da so ein bisschen überrascht. Aber Light macht den aggressiven Peak mit der AWP. Bekommt damit Surreal. Und den Entry für die Weisen. Jetzt steht Patrick auch gut. Man nutzt da die Side aber nicht ordentlich aus. Light wird gefragt von Robin. Patrick macht aber den Refrag. Gutes Ding da. Und Smoja mit der AWP wird jetzt aber nicht getötet, holt sich Patrick. Cosmin ebenfalls mit einem Frag. Alex, er ist das. Und da fällt auch noch Scrung. Und jetzt ist es nur noch Chris K. Gegen 3. Und der Engel wird gehalten von Smoja. Wenn er da piekt, ist er weg. Es sah zu Anfang gut aus für die Weisen. Aber dann kamen Cosmin und Smoja. Und haben alles kaputt gemacht. Chris K jetzt. Der letzte. UMP. Saven macht nicht viel Sinn, er wird es da versuchen müssen. Er schafft es sogar noch Cross-Min rauszunehmen, aber Smoja ist da mit der AWP super sicher. Macht er den Shot Epsilon damit auf 14 zu 8. Die Weisen absolut ohne Geld. Man kann jetzt nochmal reinforcen, um auf ja, Mutter zu gehen. Oder man macht jetzt die Economy und spielt mehr oder weniger auf Overtime. Bei Economies geht man normalerweise nicht davon aus, die Runde zu gewinnen. Vor allem gegen so ein gut aufgestelltes Epsilon mit sehr, sehr viel besserem Equipment. Und wir sehen es im Chat, Sprout hat gewonnen. 16-14, das ist sehr, sehr knapp für einen eigentlich nicht ganz so starken Gegner. Sie sind weiter, wir werden also Sprout als nächstes casten. Und ich bin gespannt, was da noch bei rumkommt bei unseren Sprösslingen. Aber hier ist auch noch nicht alles vorbei. Die Weisen gegen Epsilon. 8-14. Jetzt aber auf jeden Fall erstmal eine schwächere Runde von die Weisen. Jetzt im Duell gegen Surreal. Hatte da eine Chance, aber Surreal ist schneller. Macht das 1v1 und damit den Entry. Sehr, sehr spät für Epsilon. 30 Sekunden noch auf der Uhr. Man macht jetzt so langsam den Execute in Richtung A, aber es ist halt genau die Zeit, wo niemand steht von Devisen. Man wird die Bombe hier quasi ohne Gegenwehr down bekommen und dann ist es ein 4 gegen 5 Retake für Devisen. Bleibt damit in der Position für die Desert Eagle. Aber er bekommt ihn nicht. Oh, Chris kam mit einem schönen Ding auf Surreal. 4 gegen 4. Light ebenfalls mit einem. Man gleicht sich alles aus. Light macht 2 mit der Desert Eagle. Sieht unten noch ein. Das wäre ein Ding, wenn er das holt. Aber zack, und Smoja sind da. Und damit Light der letzte Überlebende. Er macht noch gut Schaden, aber es reicht nicht. Oh, da war nochmal das Feuer bei die Weisen. Schöne Aktionen da, aber es reicht einfach am Ende nicht gegen Epsilon. Und damit ist man jetzt im 8 zu 15. 7 Matchpoints für Epsilon. Ab jetzt muss es absolut fehlerfrei laufen bei Device. Ansonsten sind sie raus aus dem Intel Extreme Masters Open Qualifier. Alex, er macht den Eröffnungsschlag mit der AWP, zieht sich auch gut zurück, wird hier nicht gerefragt. Jetzt hat man auch bei... schönes Ding da von Surreal. Predicted. Wird aber nichts bringen. Zieht sich da jetzt zurück über die Mitte.
Flashbangs kommen jetzt, da kommt der Execute von Epsilon. Der erste fällt aber direkt noch gegen Patrick und damit nur noch ein 3 gegen 5. Jetzt ist es Robin mit dem Ausgleichsfrag gegen Skrunk, aber Light macht einen guten Job, holt sich hier 2, zack, und Surreal. Und Alex R. ebenfalls mit der AWP, hat das dann gleich übernommen und holt sich Robin. Devisen kämpft, Devisen lebt, 9 zu 15, weiterhin im Rennen. Aber es sind noch viele Runden und Epsilon hat Geld, die können nochmal nachkaufen und sich hier ordentlich Equipment technisch behaupten. Die Weisen wieder 3 Leute verloren, können hier teilweise bloß auf Farmers und UMP zurückgreifen. Immer noch nicht optimal. Und man darf sich keine Runde mehr erlauben. Smokes kommen dafür lang. Robin jetzt unterwegs als Lurker in Richtung A. Der Rest von Epsilon bereit für den B-Execute. Robin mittlerweile den Raum über lang eingenommen. In Richtung A jetzt unterwegs. Der wird da auf Alex R. vor allem treffen. Dreht sich weg, aber gewinnt trotzdem das Duell. Und Smoya macht ebenfalls ein. Auf dem B-Spot, damit 3 gegen 5. Und Cosmin verbrennt Skrunk. Nur noch 2 am Leben für die Weisen. Schwierige Runde jetzt an dieser Stelle. Zack, holt ebenfalls ein. Und da ist es nur noch Chris K. Und er ist gespottet. Und Robin weiß genau, wo er ist. Das kann Chris K. fast nicht gewinnen. Er holt aber das 1v1 noch. Jetzt ist es ein 1 gegen 4. Ich schalte mal auf Chris K., aber das brauche ich gar nicht mehr, denn Cosmin räumt ihn ab und damit gewinnt Epsilon hier dieses erste Match am heutigen Abend. Sie ziehen damit ins Achtelfinale der Intel Extreme Masters Open Qualifier ein. Und ja, die weisen raus als deutsches Team. Als nächstes kommt gleich Sprout gegen Royal Bandits. Ich hoffe, ihr bleibt dran und wir sind gleich dann wieder für euch da.